sieht ein bisschen aus wie so ein... Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Guten Morgen. Ich habe eine dreckige Maske mit. Die lag auf dem Fußboden, die kannst du nicht mehr benutzen. Johann! Joke! Joke, hast du eine neue Jacke? Das fällt euch gleich auf, ne? Warte. Warte, kann ich aber jetzt nicht sagen, warum ihr das auffällt. Nee, bitte nicht filmen. Warte. Oh, ja, toll. Man konnte den Preis nicht. Preis konnte man nicht erkennen, Johann. Alles gut. Alles gut? Alles gut. Hallo, ein kleiner Waschbär mit seinen kleinen Händen. Die ist so kleine Hände. Mit fast gar nichts an. Das ist meine Firmentasse übrigens. Ein kleiner Waschbär. Jetzt zeige ich euch Manuels Firmentasse. Den hast du schon ganz lange, ne? Ja. Dieses ist auch ein Gorilla. Oh, ein Gorilla? Ein Gorilla. Das heißt Gorilla. Gorilla. So, die Zeiten des Jutebeutels sind vorbei. Was ist passiert? Ich habe aufgestockt. Professionelle Arbeitertasche ist das hier. Von Enrico Benetti. Oh, Enrico Benetti. Ne? Und jetzt nimmst du gar keinen YouTube-Beutel mehr mit? Nein. Aber den Inhalt, kannst du noch mal kannst du einen Teil noch mal zeigen heute? Nee, darf ich nicht. Jedes Mal einen Teil? Nee, da habe ich jetzt mehr drin und ich bin ehrlich gesagt von der Community ein bisschen enttäuscht gewesen. Warum? Weil da ist nicht das passiert jetzt, was ich mir erhofft habe, ne? In den Kommentaren. Dass da mehr Interesse besteht, habe ich mir erhofft, ne? Dass es jetzt nicht passiert. Gut, ich hätte gedacht, da haben mehr Leute Interesse an seiner Linken. Aber die Zeiten... Ja, das war nicht so. Die Zeiten des YouTube-Beutels sind vorbei. Auch Johann geht mit der Zeit. Ja. Ja. Wolltest du mal zeigen? Den Rucksack? Den neu modernen YouTube-Beutel. Das ist so richtig ein Schnapper gemacht, ne? Super. Super, ne? Ja. Richtiges Schnäppchen war das. Also den, passt mehr als ein Radieschen rein, ne? Das ist eine Seltenheit, ja. Ja. Jetzt kann auch eine Burg. Musst du nicht an die Heizung stellen, dann verfärbt er sich. Echt? Was wollt ihr jetzt? Das ist schön. Verkauf die. Kennt ihr die Leute, die immer 10.000 Euro rühren? Ja, dich. Und hier schon seit 10 Stunden aufgelöst. Was wird das denn? Das sieht ein bisschen aus wie so ein... Weißt du, was ich meine? Nee. So ein Kinderboy. Willst du den jetzt die ganze Zeit aufbehalten hier? Kannst du auch nicht machen, ne? Muss ich auch lohnen. Da ist dein ganzer Hausstand drin. Ja. So, aufpassen. So, Feierabend. Ich muss die Maske leider auflassen, weil ich gestern Bräunungsspray benutzt habe. Und ich habe überall im Gesicht so komische Flecken. Außerdem habe ich mich den ganzen Tag mit meiner Zunge gequält. Habe ich euch ja erzählt, ne? Das letzte Video, das war ja praktisch gestern, aber zwischen dem Video von gestern und diesem liegen bei euch, glaube ich, ein oder zwei Tage und für mich ist das ja jetzt erst der nächste Tag. Und ich habe mich so gequält heute. Ich muss ja den ganzen Tag sprechen bei der Arbeit und das tut so weh an der Zunge. Ich habe da eine Stelle oder einen Pickel, ich habe keine Ahnung. Jedes Mal, wenn ich damit an die Zähne komme, könnte ich bald an der Decke gehen. Ich habe fast geheult heute bei einem Telefonat. Solche Schmerzen hatte ich. Und dann auch noch meine Flecken im Gesicht. Ich sehe aus wie eine Pizza.
wie eine Gesichtswurst. Warum nehme ich auch dieses Scheiß... Du siehst aus wie eine Gesichtswurst. Wie eine Gesichtswurst, ja. Genau. Warum nehme ich auch diese Scheißbräunungscreme? Du solltest das Wort nicht sagen, das heißt nicht Eis, sondern dieses Vermaledeite. Ab jetzt darfst du nur noch Vermaledeit sagen. Wieso das denn? Ja, weil das andere Wort darf man nicht sagen. Bräunungsspray? Ja. Warum? Scheiß darfst du nicht sagen. Das geht. Das geht. Da sagen andere noch härtere Sachen. Ja? Ja. Ja, okay, wenn es ein bisschen härter wird, dann musst du mal mit Abführmittel probieren. Naja, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich schäme mich ein bisschen, deswegen. Bist ein bisschen charming. Ja, ich bin ein bisschen charming. Das sieht wirklich nicht schön aus, Leute. Ich bin froh, dass ich da in meinem Kabuff, in meinem Büro sitze. Ja, wo mich eigentlich nur Manuel sieht. Ja, aber... Und wenn ich auf den Flur gehe oder so, habe ich ja eine Maske aufgehabt. Also von daher... Ich muss mir das die ganze Zeit an. Normal wird das immer ganz schön. Das Problem war diesmal, dass ich gerade unter der Dusche wegkam und mein Gesicht war noch leicht so rot. Kennt ihr das? Wenn man ganz heiß geduscht hat, dann ist das immer rot, das Gesicht. Und auf diese Röte habe ich praktisch das Bräunungsspray gesprüht. Also heißt das ja, dass du wieder mal zu heiß geduscht hast? Habe ich. Ich dusche immer zu heiß. Genau wie baden. Du badest auch viel zu heiß. Das ist nicht gut. Ja, jetzt haben wir ja keine Badewanne mehr. Aber sonst habe ich auch so heiß gebadet, dass ich richtig Kopftuckern hatte. Kopfschmerzen und Kopftuckern. Ja, so, was liegt jetzt an? Manuel fährt jetzt erstmal zur Post, dann steige ich damit aus, dann laufe ich von da aus zur Apotheke, hole seine Tabletten, seine Drogen. Dann fährt er wieder zurück zum Bulli. Ich gehe nach Hause, mach da alles ready. Ja, und dann rufst du an oder schreibst ihm, wenn du auf dem Rückweg bist, dann kann ich dann anfangen mit Essen machen. Dann bauen wir, ich denke, eine Stunde brauche ich noch. Servopumpe noch einbauen und Servopumpe, Steuergerät und Öl drauf und dann hoffen, dass er anspringt und alles läuft, damit ich morgen zum TÜV kann. Wenn er nicht anspringt, durch Fressenbesen, echt. Ja, das dann weiß ich auch noch nicht, woran es liegt. Es gibt noch verschiedene Möglichkeiten, woran es liegen könnte. Ja. Da wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Und ich sag dir Bescheid, wenn ich losfahre, damit du dich ums Essen kümmern kannst. Genau. Soll ich eine Paprika reinschälen noch oder beide? Nee, eine reicht. Ist ja nur für heute. Andere kommen morgen ins Würstchengulasch. Ja. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt auch keine Lust zu laufen. Aber ich mache ja jeden Tag immer so ein bisschen Sport. Gestern hatte ich ja mein Workout wieder. Das mache ich immer im Wechsel. Obwohl diese Strecke von Joa nach Hause, diese 25 Minuten, die laufe ich jeden Tag. Und jetzt laufe ich praktisch von der Post nach Hause. Das über dauert. Die Apotheke. Über die Apotheke. Das dauert, glaube ich, sogar diesmal ein bisschen länger. Das dauert länger, aber dann kriege ich meine Schritte wenigstens voll. Und liebe Grüße an die Leute, die das immer nervt, dass ich das immer mit den Schritten erwähne. Aber ich muss mich selber motivieren. So, los geht's. Auf. So, ich bin wieder zu Hause. Eufy läuft. Müllsäcke habe ich jetzt schon fertig gemacht. Jetzt geht's weiter hier im Haushalt. Stärkung zwischendurch. Schön hart gekochtes Ei mit Salz. Mögt ihr lieber Salz oder Maggi? Schreibt mal in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Ich liebe Eier. So, ich mache uns jetzt mit ihrer Reispfanne. Das Ergebnis seht ihr dann gleich. So, fertig. Schön mit Zwiebelis. Tzatziki darf natürlich nicht fehlen. Und dann hier so ein Brot. Ich weiß jetzt gar nicht. Oh, jetzt habe ich die Packung weggeschmissen. Moment. Schmeckt das Brot überhaupt? Ja. Ja, das klingt aber nicht so. Peterbrot. Ein bisschen auf. Nee, ich kann das nicht mehr, Leute. Ich muss essen. So, guten Appetit. So, ne? Ein bisschen aufgemacht. Ein bisschen rein. Weißt du, was jetzt noch fehlt? Hm? Tzatziki. Nein. Wie heißen die? Pita-Brote. Pita-Brote. Ne? Aber das sind so andere, so kleine. Nee, das hier ist Tomatenkäse und das andere ist normales. Okay. So, ich muss das Ende leider jetzt so machen. Maulwurfen liegt schon im Bett. Und ich mache mir jetzt mal eine Wärmflasche. Wir haben nämlich total vergessen zu filmen. Jetzt sagen wir gute Nacht.
Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut, bleibt schön gesund und bis dahin. Tschüss. Mal wuffen. Ja, pennt schon. Tschüss.